Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner live mit einem ganz beeindruckenden Gast. Heute bei mir zu Gast ist Erica Freeman, Psychoanalytikerin, Zeitzeugin des Holocaust und Buchautorin, ein neues Buch, jetzt erschienen, über Sie, gemeinsam mit Dirk Stermann haben Sie dieses Buch verfasst. Freut mich sehr, dass Sie bei uns im Studio sind. Grüß Gott, Frau Freeman. Dankeschön. Und schreiben Sie sich ein bisschen an, heute höre ich gar nichts. Ich werde mich bemühen, Frau Freeman, es ist eine Nein, entschuldigen, Dr. Freeman. Dr. Frau Freeman ist meine Mother-in-Law. Und damals, wenn ich das Doktorat bekommen habe, waren Frauen Doktor 1% of 1%. Jetzt ist fast nichts dabei, doch. Aber damals war es sehr schwer. Also Dr. Freeman, es ist eine beeindruckende Biografie, die Sie haben, die in diesem Buch auch niedergeschrieben ist, gibt es jetzt auch im Handel. Die Flucht vor den Nazis. Dann sind Sie haben Ihre Mutter verloren, Sie sind nach Amerika gekommen, zu Verwandten, sehr schwierige Situation, die Sie, glaube ich, am Anfang auch nicht unbedingt aufnehmen wollten, sind dann in ein Waisenhaus gekommen, dann haben Sie eine wirklich ganz, ganz beeindruckende Karriere gemacht. Mit dieser Geschichte, ja, wenn man dieses Buch liest, fragt man sich, wie haben Sie es geschafft, so ein positiver Mensch zu werden? Das Komische ist, dass die Verwandten in Amerika haben mich nicht gemocht. Aber wenn dich schon die Nazis nicht mochten wollen, oder du weißt, was ich meine, dann ist es nicht so schwer, wenn die Verwandten dich auch nicht wollen. Ich bin ja von Wien weggelaufen. Ich sollte eigentlich nach Palästina fahren, weil meine Familie war schon dort und hat Kibbutzim gegründet. Aber ich hatte auch ein Affidavit to the United States. Und da sagt meine Mutter, also du fährst nach Palästina, das ist der Traum. Sage ich, nein, ich fahre nach Amerika. Sagt sie, aber warum? Familie ist doch in Palästina. Sage ich, schau, für Palästina brauchst du ein Zertifikat. Das hat keinen Namen. Für Amerika brauchst du ein Affidavit. Das hat nur deinen Namen. Also wenn ich nach Amerika fahre, kannst du ein anderes Kind retten, weil das Zertifikat hat keinen Namen. Und ich würde gerne wissen, wer das war. Mhm. Weil meine Verwandten habe ich nicht gemocht und habe mich zu einem Psychiater geschickt, weil man nicht geglaubt hat, was uns die Nazis angetan haben. Und dann gehe ich zu diesem Psychiater, er ist ein Specialist für Adolescents, Teenagers, und sagt, was erzählst du so fürchterliche Geschichten? Sag ich, es sind keine Geschichten, es ist eine Geschichte, die Wahrheit, so ist passiert. Sag ich, ich glaube das nicht. Sag ich, es tut mir leid, aber es ist wirklich wahr. Sagt er, okay, dann shut up. Ihre Geschichte, die Sie erzählen und die auch in diesem Buch drinnen ist, ist ja eigentlich unglaublich. Wie wichtig ist es Ihnen, diese Geschichte auch weiterzugeben, auch als Zeitzeugin, als eine von, muss man sagen, wenigen Zeitzeugen, es gibt ja nicht mehr so viele, dass das jetzt auch in Buchform festgehalten ist. Schreien Sie mich an, ich kann Sie nicht hören. Heute bin ich sehr alt geworden. Oder wie wichtig ist es Ihnen, Ihre Geschichte weiterzugeben, auch als Zeitzeugin? Es freut mich, dass es jemand hören will, weil damals wollte man es nicht hören und hat es nicht geglaubt. Jetzt wenigstens, so unglaublich, als es scheint, wenigstens hört man zu und wenigstens glaubt man es. Das ist sehr wichtig, denn wenn du ein Kind bist, glaubt man dir sowieso gar nichts, weil du ein Kind bist. Mhm. Und dieser Psychiater hat gesagt, bist du verrückt? Sag ich, nein, das ist wirklich passiert. Er sagt, nein, das sagt nichts, weil jeder wird glauben, dass du verrückt bist. Dann musst du zu einem Arzt gehen. Ein Arzt kann die Nazis nicht wegkriegen von deinem Gehirn. Weil man glaubt ja, schau, wenn es unglaublich ist, dann hat es mir passiert. Und ich bin ein guter Psychoanalyst, weil ich glaube, alles überhaupt, wenn es unmöglich ist. Weil es gibt kein Unmöglich. Es gibt da noch nicht, es gibt unglaublich und dann gibt es Menschen. Und schlechte Menschen können sich gute Menschen nicht einmal vorstellen. Das ist so ein anderes Gehirn.
Apropos nicht einmal vorstellen, dieser Horror der Nazizeit, haben Sie das Gefühl, dass das immer mehr in Vergessenheit gerät? Wenn man es überhaupt glaubt, will man es gerne vergessen. Man hat es damals nicht geglaubt. Und wenn man vergisst, muss man es wiederholen. Man will es nicht wissen. Und man will nicht, dass die Eltern schuldig waren, vielleicht. Vielleicht waren die in der Hitlerjugend oder BDM und haben sich so gefreut, wenn man uns geprügelt hat. Mhm. Und da sind, egal, aber manchmal haben sie uns gesehen, jüdische Kinder, gesagt. Weil Sie das jetzt auch gerade erzählen, jetzt sind Sie Holocaust-Überlebende. Was geht Ihnen eigentlich durch den Kopf, wenn Sie jetzt... Aber ich habe nicht die Ehre, Holocaust zu überleben. Ich war nicht im KZ. Ich habe ein Muzzle gehabt. Ich bin in Amerika gewesen. Allein, gehasst, egal. Aber nicht im KZ. Mein Vater war im KZ. Aber dann muss man an den lieben Herrgott glauben. Denn er war im Schattenkabinett der Außenminister von Sozialdemokraten. Und er war sofort in der kleinen Festung in Theresienstadt. Und damals war Theresienstadt noch mehr gefährlich als die anderen. Und da hat man uns gesagt, dass er gestorben ist. Okay, so glaubt man, dass er gestorben ist. Aber der liebe Herrgott macht da viele Wunder, überhaupt, wenn er will. Und also eines Tages an Yom Kippur, an Samstag, Schabbat, der heiligste Tag im Jahr, doppelheilig. Und ein Mann geht spazieren, mein Onkel geht spazieren am Broadway, nicht im Tempel. Mhm. Ein Mann läuft aus dem Astor Hotel hinaus und sagt, Joji, was tust du da? Und mein Onkel schaut den Mann an und sagt, was tust du da? Du bist doch tot. Sagt er, nein, ich bin nicht tot, das Kind ist tot. Sagt er, mein Onkel, nein, das Kind ist nicht tot. Sie ist hier. Und so habe ich meinen Vater getroffen. Mhm. Man muss an Wunder glauben, aber du kannst sie nicht erwarten. Mhm. Aber dennoch, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn ausgerechnet hier in Wien, wo auch viele dieser Gräueltaten verübt worden, derzeit wieder Hass gegen Juden verbreitet wird, gegen Israel gehetzt wird, jetzt aufgrund... Ja, Israel war immer gehetzt, es war immer schwer. Und das war, weil die Engländer haben Palästina den Juden versprochen, aber damals war Palästina in der Türkei. Man kann alles versprechen, wenn es jemand anderen gehört. Aber meine Familie ist alle dorthin gezogen, haben Kibbutzim gemacht und leben dort, und die leben dort, das heißt, und kämpfen und sind ein jüdisches Volk und haben was zu sagen. Und der liebe Herrgott ist ein netter Kerl, wenn du Geduld mit ihm hast. Und man hat große Hoffnungen. Jedes Mal ist ein Krieg und jedes Mal schaut aus, als man uns vernichten würde, geht aber nicht. Ich glaube, der liebe Herrgott, lasst uns da. Wenn ihr alle Juden vernichten werden, dann wird das heißen, es wird keine Erde mehr geben. Aber ich kann mir ein bisschen verstehen, warum er Angst hat. Jedes Mal taucht der Jude auf und die Welt verändert sich. Moses, Jesus, Einstein, Marx, Freud. Hör auf, was noch wird an? Wer weiß? Aber es ist alles zum Guten. Man braucht keine Angst haben. Die Angst, wenn sich etwas verändert, hoffentlich wird sich's verändern. Zwar mal hat man nur mit Pferden herumgereist, jetzt kann man fliegen. Stell dir das vor. Verlass dich auf den lieben Herrgott, aber du musst ihm ein bisschen helfen. Auf dieser Erde haben wir was zu tun. Aber den Hass muss man wegkriegen. Wie sehr beschäftigt Sie dieser Krieg in Israel derzeit? Verfolgen Sie das stark in den Medien? Den Krieg in Israel, verfolgen Sie ihn derzeit stark? Beschäftigt Sie der Krieg in Israel sehr? Israel ist immer, war immer gefährlich. Das war das Six-Day War. Damals waren die Ägypter 3000 Tanks, stell dir vor, russische Tanks. Und 6 Tage und das Land war gerettet. Ich glaube, wenn es keine Juden mehr geben wird, wird es keine Erde mehr da sein. Ich weiß nicht, warum man so viel Angst hat vor uns. Hm. Wir sind ja nette Menschen. Wir sind ja nicht die Killers. Wir sind Philosophen, die Ärzte, die Lehrer, ein paar Propheten auch. Sehen Sie die Existenz von Israel derzeit gefährdet?
Fürchten Sie um den Staat Israel? Es ist immer gefährdet. Man muss aufpassen, man muss tüchtig sein, man muss keine Angst haben. Man muss wissen, dass wenn man seine Pflicht tut, dann wird es der liebe Herrgott dir helfen. Leicht wird es niemals sein. Warum man uns hasst, weiß man, man hat Angst. Mhm. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß, warum, leider. Als Journalist weiß ich. Das ist ein gefährliches Volk. Jedes Mal etwas Neues. Man muss sich immer an was Neues gewöhnen. Man will uns schon loswerden. Hör auf. Aber wenn wir nicht mehr da sind, ich glaube, wir sind die Garantie, das Beispiel, dass der liebe Herrgott uns doch auf der Erde leben lassen wird. Und die, dass niemand die Erde zerstören soll. Vielleicht gibt es Menschen irgendwo anders auch. Vielleicht, hoffentlich. Vielleicht sind sie schon besser als wir. Wir lernen noch. Wir müssen noch lernen. Wir müssen noch lernen, ein Mensch zu sein. Ein guter Mensch zu sein. Ein bisschen Schlechtes von. Der Teufel ist ja nicht die Arbeit Gottes. Es ist das Gehirn von Menschen. Kommen wir zu Ihrem Buch, das Sie eben zusammen mit Dirk Stermann geschrieben hat oder Dirk Stermann über Sie geschrieben hat. Wie war denn die Zusammenarbeit mit ihm, beziehungsweise wie kam es eigentlich zu diesem Buch? Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit zwischen Dirk Stermann und Ihnen? Er ist so ein interessanter, hochintelligenter Kerl. Ich war Gast bei Willkommen Österreich. Ja? Mhm. Und irgendwie habe ich was ich gesagt habe, hat ihn interessiert. Und da hat er einmal angerufen und sagt, er wollte mich treffen. Sagt er, vielleicht wird er ein Buch schreiben. Aber inzwischen, we have breakfast. So we have breakfast. Mhm. Und das Buch ist trotzdem rausgekommen. Das heißt, viele Frühstücksgespräche und aus denen hat sich dann dieses Buch ergeben. Yes. Ich weiß nicht einmal, was ich gesagt habe. Er sagt was, ich antworte. Oder ich antworte nicht immer genau, was gefragt wird. Weil manchmal sagt man, ladet man mich ein und ich sage, schau, das ist ein bisschen gefährlich. Weil ich weiß nicht, was aus meinem Mund herauskommen wird, trotzdem ich die Frage gehört habe. Also manchmal fällt mir etwas ein von deiner Frage, die nichts mit der Antwort zu tun hat. Aber interessant kann es auch sein. Und wenn nicht, schick mich weg. Haben Sie das Buch eigentlich schon gelesen? Nein. Ich habe es geredet. Ja, Sie wissen eh, was drinsteht. Und ich habe die kleinen Sachen gelesen, die der Stiermann geschrieben hat, weil ich wollte wissen, was er sagt. Was ich gesagt habe, weiß ich wahrscheinlich schon. Und wenn nicht, ich denke, wenn ich heute etwas anderes denke als gestern, ich kann ja nicht garantieren, dass jeden Tag werde ich dasselbe glauben. Denn wenn du etwas Neues lernst oder erfährst, dann ändert sich, was du weißt und was du sagst. Hoffentlich fürs Bessere, aber man weiß nicht. Aber wenn er meint, dass es interessant genug ist, in ein Buch zu schreiben und damit jemand lesen kann, dann ist es vielleicht doch interessant genug. Sie sind ja Psychoanalytikerin. Haben Sie Dirk Stermann eigentlich analysiert in diesen Gesprächen? Nein. Nein. Nein, ich tue das nicht. Erstens ist das Arbeit. Und ich arbeite nicht gern umsonst. Aber manchmal war ich ja Berater für Golda Meir zum Beispiel. Herrlicher Mensch, Rocco Gibraltar. Und ich war in Tel Aviv vor vielen Jahren, ja. Mitternacht, und ruft mich Goldas PA an und sagt, Golda, es fährt nach Amerika morgen, Mitternacht jetzt. Und sie packt und sie ist nervös, willst du mit ihr reden? Golda ist nervös, natürlich werde ich mit ihr reden. Sagt, ich mache mir Sorgen über nichts. Dann sage ich, Golda, mach dir keine Sorgen. Sagt sie, schau, wenn du mir das sagst vorher, habe ich immer zugehört. Aber Iban und Rabin haben gesagt, schau, Nixon ist ein persönlicher Antisemit. Und er ist nicht nett und man kann sich nicht auf ihn verlassen. Aber du musst gehen, weil er der Präsident ist. Und wir brauchen, was Amerika hat. Und Amerika geht uns viel an. Es ist ein herrliches Land. Schwer, groß, wiggle-woggle. Aber im Allgemeinen hat das ein gutes Land.
Das kann Menschen verdauen. Sie haben ja selber lange Zeit in Amerika gelebt und haben dort auch mit vielen Stars gearbeitet. Marilyn Monroe ist so einer. Nein. Der Name nein? Nein, nein, nein. Ich habe niemanden, den ich erwähne, gearbeitet. Ich erwähne niemals meine Patienten, nur wer sie sind. Also Marlon war ein Freund, das sind Freunde. Das sind Freunde. Weil ich habe ein Muzzle. Ich verstehe mich mit Künstlern, weil man muss ja ein bisschen Mischugge sein, um nicht verrückt zu werden. Ja? Und wenn du ein Schauspieler oder eher ein Künstler bist, dann bist du doppelt verrückt. Ist aber nicht verrückt, ist die Kunst. Aber sind Künstler verrückter? Aber normale verrückter? Menschen verstehen das nicht. Sind Künstler und Stars verrückter? Sind Künstler? Als normale Menschen? Das ist ein künstlerisches Normal. Ja. Das heißt, sie sind nicht so wie wir. Also, und wir, die kennen einander. Oder die erkennen einander, das ist ein anderes Kennen. Du triffst jemanden und irgendwie nett. Aber manchmal mit Künstlern erkennt man sich. Man kann es nicht sofort sagen, aber ich weiß, du weißt, everybody knows, nobody says, nobody knows. Ja, aber ist jeder Ihrer Meinung nach ein bisschen verrückt, ein bisschen, Sie haben es mit Schucke genannt? Wenn du ein Muzzle hast, bist du ein bisschen Mischugge. Wenn nicht, dann bist du ganz verrückt. Das kann die Welt zerstören. Ein bisschen Mischugge muss man sein, damit man neue Sachen glauben kann. Wenn du ganz normal bist und sensibel und A is A and one is one and two is two und so geht das, okay, das ist nett und man braucht das. Law and order, ja? Aber dann kommen die Mischuggenen. Die sagen, weißt du, was möglich ist? Wir fliegen zum Mond. Mhm. Oh, bist du mir Schugge? Yes, für normale Menschen bin ich mir Schugge. Aber für die Zukunft bin ich bereit. Jetzt sind Sie 96 Jahre alt, könnten auch deutlich jünger sein. Was für einen Tipp haben Sie denn für junge Menschen? Was würden Sie denen raten oder auf ihren Lebensweg mitgeben? Alle junge Menschen. Die Frage ist nur, bist du immature? Dann kannst du viele Jahre haben, ohne alt zu sein. Und wenn du nicht irgendwas fehlt dir, dann kannst du auch sehr jung, ja, 20, 30 sein und ein bisschen blöd und nichts verstehen. Weil die Sache hat mit Verstehen zu tun, aber du musst nicht glauben, dass du alles weißt und alles verstehst. Ein paar Sachen kannst du nicht verstehen und das ist auch interessant. Und dann kannst du für die Antwort nachsuchen. Aber mach dir nichts draus. Und mach dich nicht wichtig. Mach dich hilfreich, mach dich nützlich, dann bist du wichtig. Aber wichtig ist gefährlich. Sie leben jetzt in Wien und zwar im Hotel, ausgerechnet im Hotel Imperial. Warum eigentlich gerade dort? Well, erstens, wenn ich mit meinem Mann gekommen bin nach Wien, waren wir in einem anderen Hotel und die waren alle sehr nett. Und nachdem er gestorben ist, mit 50, seine Frechheit, okay, bin ich allein zum selben Hotel gekommen und die waren sehr unhöflich und schroff, denn ohne Begleitung, ohne Hosen, egal wie blöd und mies. Aber wenn du allein Frau bist, dann war man nicht sehr nett zu mir. Aber Imperial behandelt man mich als Dame, trotzdem ich keine Hosen begleiten. Also dann darf ich ein Mensch sein, auch eine Dame. Und die sind sehr nett und sehr freundlich. Und meine Rache an Hitler. Eine jüdische Rache, ohne Blut. Dass Sie jetzt im Imperial leben. Yes. Ja, ich bin schon lange dort. Und jetzt freue ich mich, die mag mich jetzt, weil wenn ich dort war, hat die Pandemie angefangen. Und ich war der einzige Gast. Und darum hat niemand seinen Posten verloren, weil ein Gast noch dabei war. Also sie mögen mich darum, weil sie ihren Posten nicht verloren haben. Sehr nett. Schön, wenn man nützlich sein kann. Abschließende Frage, was mich noch interessieren würde, hat Österreich Ihrer Meinung nach aus seiner Geschichte gelernt? Es gibt Menschen, die wollen nichts lernen. Es gibt Menschen, die glauben, die haben nichts zu lernen. Es gibt Menschen, denen schlechte Sachen wie Nazis gefallen. Und Nazis sind nicht Faschisten. Faschisten haben ein Gewissen.
Nazis haben kein Gewissen. Ihnen ist alles recht und die glauben nur an Hass. Und sie müssen hassen und brauchen hassen. Das ist krank. Aber nicht heilbar. Leider. Und darum wollen sie jeden anderen ermorden, weil ihnen wird nichts helfen. Aber man kann doch, nicht jeder Mensch ist ein Mensch. Schaut aus, als ob, aber man kann sie ein bisschen verbessern. Ja? Mhm. Oder man kann sagen, das ist eine Pflicht, das sind die Manieren, das sind die menschlichen Regeln, auch wenn es dir nicht gefällt. Weil man muss ja Regeln haben. Und schau, wie gescheit der liebe Herrgott ist und Moses, nur 10 Commandments und nichts mit Liebe zu tun. Das erste sagt, ich bin dein Gott, hab keine anderen. Er sagt nicht, ich bin dein Gott, du musst mich lieben. Liebe ist sehr gefährlich. Man kann sich nicht darauf verlassen, man weiß nicht, was du davon willst. Ehre ist genug. Und die anderen haben nur zu tun, wie man sich benimmt. I am the Lord, ich bin dein Gott. Und dann, ehre deine Eltern, dass deine Tage lang sein werden. Sag nicht, lieb deine Eltern. Man kann, manchmal hat man Eltern, die man nicht lieben kann. Und die lieben dich auch nicht. Wer weiß warum. Aber ehren, höflich, menschlich, vergett Liebe. Da wird man eifersüchtig, ist zu kompliziert. Ehrlich, Ehre, Freundschaft. Und ein bisschen was schaffen und ein bisschen die Welt verbessern. Aber glaub nicht, dass du alles weißt und niemand jemand anderer. Und wenn dir etwas fremd vorkommt, heißt es, es ist wahrscheinlich etwas Neues. Du brauchst keine Angst haben. Die Angst macht das alles schlecht. Ich weiß nicht, was passiert wird. Ich habe so Angst, ich muss dich verschießen, weil du bist gefährlich. Darum schießt man einander, das ist blöd. Das sind ja nur Menschen. Das sind nicht verkleidete Teufel. Der Teufel ist nur im Gesicht, im Gehirn von einem Mensch. Den hat der liebe Herrgott nicht geschafft. Frau Fehlmann, das waren tolle Schlussworte. Hat, glaube ich, jeder ein bisschen was mitgenommen. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Hoffentlich bald wieder. Das Buch gibt es jetzt jedenfalls zu kaufen. Jeder, der diese beeindruckende Das ist sehr interessant eigentlich, trotzdem ich das gesagt habe. Lesen will, genau. Kann dieses Buch lesen. Yes. Wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Vielen Dank. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann geht es hier gleich weiter auf OE24 TV.